Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich halte mich besser fern. Wo bin ich? Verdammt! Was mache ich hier? Herrje, nicht jetzt, Kumpel. Lass mich in... Kommt schon, ihr Wolfsgesindel! Was zum Teufel mache ich hier? Bin ich die letzte verdammte lebende Seele hier? Lass mich in Ruhe!
danke dir. Was? Anthea? Was? Das ist nicht wahr. Das darf nicht wahr sein. Anthea! Ruf mich zu dir! Wo bin ich hier? Wo bin ich? Mein Liebling, es tut mir so leid. So unendlich leid. Ich bin hier. Führ mich zu dir. Anthea, bist du da? So kalt. Mein Geliebter. So kalt. Mein Geliebter. Liebste, ich bin hier. Du bist es. Nein! Ich hab dich. Du hast mich. Komm her. Nein, geh nicht weg. Ich bin hier. Folg mir. Wo gehst du hin? Darüber. Du solltest wissen. Ich bin hier. Wo bist du? Du wirkst schwach.
Brauchst du Ruhe? Ich bin völlig leer. Mach dir keine Sorgen. Wie kann ich das nicht? Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren, nur um dich dann wiederzufinden. Und du hast Hunger. So könnte man es wohl ausdrücken, ja. Was kann ich tun? Die Bibel von Charles. Die Kette, die seinen Geist gebunden hat. Es befindet sich etwas Essenz darauf. Für den Moment wird es mir genügen. Sieh dich an. Sieh uns an. Ich weiß. Versteh mich nicht falsch. Ich bin froh, dass du hier bist. Wieder zurück. Wirklich. Die Lebenden sollten nichts mit den Toten zu schaffen haben. Das weiß ich seit meiner Kindheit und musste viel Lehrgeld dafür bezahlen. Das hast du mir nie erzählt. Was ist passiert? Das war vor einer halben Ewigkeit. Momentan spielt es aber keine Rolle. Bist du noch immer hungrig? Ich bin leer. Als ob mich das nichts füllen würde. Also war die Essenz, die noch an Charles Bibel haftete, nutzlos? Mir seine Fessel einzuverleiben hat Linderung gebracht. Aber ich brauche mehr. Viel mehr. Wir sollten darüber reden, was passiert ist. Nach dem Gemeindezentrum, meine ich. An was kannst du dich nach deinem Tod erinnern? Ich erinnere mich daran, wie plötzlich ich gestorben bin. Ansonsten nichts. Danach folgte Leere, Zeitlosigkeit, Hilflosigkeit. Dann hörte ich dich. Du hast meinen Namen gerufen. Und ich habe nach einem Weg zurückgesucht. Ich wachte in einer Höhle auf. Eine junge Frau namens Sika hatte mich gerettet. Eine Hexe in Ausbildung. Das erzählte sie mir voller Stolz. Ihre Herrin hatte ihr aufgetragen, mich zu versorgen. Hexen zeigen sich nur selten. Interessant, dass uns eine geholfen hat. Ich finde, wir sollten nach New Edentown zurückkehren. Das finde ich auch. Um mich zu befreien, müssen wir meinen Körper befreien, glaube ich. Ich lehne es ab, so zu sein. Ich kann es nicht ertragen. Es tut mir so unendlich leid, Liebste. Wie kann ich helfen? Ich bin ein Geist. Du ein Verbanner. Ich werde dich nicht verbannen. Das kann ich nicht. Anthea, ich habe dich sterben sehen. Das kannst du nicht von mir verlangen. Wenn ich es wollte, hättest du gar keine andere Wahl. Aber es ist nicht, was du willst, oder? Nicht bevor ich Rache genommen habe. Nicht bevor der Nachtmahr besiegt ist. Von dir und mir. In der Schule hast du noch gescherzt, mich wiederbeleben zu wollen. Ist das überhaupt möglich? Ja. Mit dem Ritual der einfachen Wiedergeburt. Es ist äußerst kompliziert und sehr gefährlich. Aber ich könnte es versuchen, oder?
Du könntest es mir beibringen und ich könnte dich wiederbeleben. Red, das ist ein altes Ritual. Es erfordert viel Macht und Essenz. Jede Menge Essenz. Wir reden hier von Menschenopfern. Von Mord. Vielleicht könnten wir es dennoch in Betracht ziehen. Wenn es auch nur die geringste Möglichkeit gibt, dich zurückzubringen, würde ich sie ergreifen. Es ist ein finsteres Ritual, Red. Es führt einen in Versuchung. Und wenn ich daran denke, dich wieder zu umarmen, bin ich auch versucht. Könnte ich dich aufsteigen lassen? Das wäre die unkomplizierteste Lösung, aber nicht die einfachste. Warum? Mein Körper ist meine Fessel. Und der gehört dem Nachtmahr. Im Gemeindezentrum, bevor er mich fallen ließ, hat er mich geradezu aufgefordert, zurückzukommen. Er ist so hinterlistig wie mächtig. Und wird ihn nicht so einfach rausrücken. Was sollen wir dann tun? Wenn wir nach New Eden Town zurückkehren wollen, müssen wir zunächst mehr über unseren Feind in Erfahrung bringen. Charles meinte, dass Nachtmare nicht ohne guten Grund in Erscheinung treten. Ja. Wir müssen ein Rätsel lösen. Hexen treffen. Menschen suchen und Fragen stellen. Und dann werde ich diese Welt mit deiner Hilfe verlassen. Du hast mein Wort. Ich schwöre es dir, Liebste. Ruh dich aus. Du hast es nötig. Ich bleibe in der Nähe.